eine Frage, die uns alle noch, beziehungsweise viele Mamas und Papas im Wochenbett beschäftigt, ist, wie man das Vitamin D überhaupt verabreicht. Also welche Applikationsform gewählt wird. Wir haben ja eben gerade, beziehungsweise der Nico hat schon ganz toll erklärt, wie wir, welche zwei Formen es von dem Vitamin D gibt. Also einmal als Öl und einmal als Tablette. Aber wie verabreicht wir das überhaupt? Relativ einfach. In der Tat eine häufig gestellte Frage. Ne? Bei den Tabletten hat man natürlich Hemmungen, seinem neugeborenen Kind was Festes in den Mund reinzulegen, ne? Weil man vielleicht denkt, dass es verschluckt oder dass es hinten irgendwo stecken bleibt. Eine sichere Methode ist, die Tablette in die Wangentasche zu legen, zwischen Zähne und eben Wange, vor der Stillmahlzeit oder zu Beginn der Stillmahlzeit, und dann löst sich die Tablette während des Stillens auf. Mhm. Das ist die eine Möglichkeit mit der Tablette. Die zweite Möglichkeit wäre, die Tablette auf einen Löffel zu legen, ein paar Tropfen Muttermilch drauf zu streichen oder eben künstliche Milch und das Ganze dann in den Mund reinzuträufeln. Das geht auch. Super. Also klingt eigentlich total einfach. Was würdest du eher empfehlen? Also was glaubst du, ist ein bisschen einfacher? Einfach in die Wangentasche reinlegen oder lieber den Löffel nehmen? Die Wangentasche ist mit Sicherheit leichter, weil du nicht noch einen Löffel brauchst, der vielleicht nicht zur Hand ist oder schmutzig ist. Vom Gefühl her finde ich die sicherere Variante das mit dem Löffel, wenn ich ehrlich bin. Okay. Also beide Varianten am besten ausprobieren, oder? Genau, und schauen, was vielleicht euch am besten gefällt oder vielleicht euch auch am leichtesten fällt. Die zweite Variante ist ja das Öl. Wir Hebammen empfehlen das immer eigentlich während des Stillvorgangs oder während der Stillmahlzeit zu verwenden. Da nimmt man einfach einen Tropfen von dem Öl, macht einen Tropfen auf die Brustwarze und zack, das Kind einmal an die Brust ran und damit ist das Öl appliziert. Was sagst du dazu? Klingt gut. Sehr guter Plan. Sehr guter Plan. Das kann man natürlich machen. Die andere Möglichkeit ist, wenn das Kind gewickelt wird, gerade in den ersten Lebensmonaten, wenn die Kinder sich noch nicht viel bewegen, kann man das auch einfach das Öl in den Mund reintropfen. Die Tropfen kommen sehr, sehr langsam raus aus den handelsüblichen Ölfläschchen. Und dem Kind entweder mit dem Schnuller oder mit dem Finger den Mund ein ganz kleines bisschen offen halten und dann einen Tropfen Öl rein, geht genauso gut. Na, dann haben wir ja, glaube ich, alle Wege besprochen. Ne? Also zusammenfassend, entweder einmal die Tablette in die Wangentasche reinzulegen oder mit ein bisschen Muttermilch die Tablette auf einem Löffel aufzulösen. Oder wenn ihr das Öl verwenden möchtet, entweder einmal einen Tropfen einfach in den Mund reinträufeln, ne? Oder während des Stillvorgangs auf der Brust verwenden. Ich glaube, damit haben wir alles, ne? Denke ich auch. Wunderbar. Sehr schön. Perfekt.